Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wer mich kennt, der weiß, ich habe eine Vergangenheit mit Pfeffi, ja? Ich habe lustige T-Shirts schon geschenkt bekommen, dann auch Blutgruppe Pfeffi vom NetGhost, ne? Pfeffi für mich muss immer der Originale hier von Nordbrand, Nordhausen, irgendwas, dieser Grüne auf jeden Fall. Ich merke mir die Firma nicht, aber der Grüne in der, Flasche, der Grüne, der so richtig grün aussieht, das ist Pfeffi. Jetzt gibt es ja die Fraktion in der Edelszene, die sagt, was? Es gibt doch Berliner Luft. Berliner Luft, der ist durchsichtig, der ist klar, aber ist auch Pfefferminzlikör, ist teurer und sieht halt aus wie nix, schmeckt den meisten besser. Ich finde trotzdem, der original grüne Pfeffi ist der beste. Nichtsdestotrotz hat mir damals der NetGhost diese Kostprobe geschickt, das Brandenburger Tor, das ist eigentlich eine Glasflasche, da war Berliner Luft drin, also Pfefferminzlikör, ne? Berliner Luft, Brandenburger Tor, habe ich mir aufgehoben, steht bei mir im Schrank als Andenken, richtig genial. Dann hat er mir noch diese zwei Gläschen geschenkt, die zwei Stammballgläschen, wenn ich mit Hannes mal was trinke, wir was anzünden wollen, machen wir das immer in unsere Berliner Luft Gläschen rein. Und dann wurde gepostet, ich möchte es gar nicht aussprechen, aber auf TikTok, es gibt wohl jetzt Bier mit Pfeffi, also Bier mit Berliner Luft. Und das ist das hier, das möchte ich mal kurz fürs Thumbnail irgendwie reinhalten und dann noch mehr dazu erzählen. So, ich hoffe, das passt, das reicht. Ansonsten brauche ich das Brettchen nämlich jetzt nicht mehr, denn Berliner Luft ist ja wirklich so vielseitig. Es gibt so viele Sorten, neben der normalen Berliner Luft, dem Pfefferminzlikör, gab es ja dann auch den mit Peach, den mit Beeren, den mit Lakritz. Ja, ich habe damals auch eine komplette große Flasche NetGhost, Dennis, hier Monolog da, die haben mir ein fettes Weihnachtspaket zurechtgemacht, haben wir beim Umzug, im Umzugsvlog, abends dann zusammensitzend noch diese Berliner Luftflaschen getrunken, immer mal jeder einen kleinen Schluck, das war ein richtig tolles Erlebnis, richtig tolle Erinnerung an die Berliner Luftzeit und so viele Berliner Luft-Accessoires, sodass wir heute, wenn wir testen, auch nicht aus dem Ernesto-Glas trinken, sondern aus dem Berliner Luft-Bierglas. Drei Dosen haben wir jetzt hier, Berliner Luft mit Bier. Welcher Bierproduzent hat sich bereit erklärt, sich zu verbünden? Das war der Herr Krombacher. Krombacher Berliner Luft Pfefferminz Biermix mit Pfefferminzgeschmack und 5% voll. Die Dosen gehen auf jeden Fall ins Auge, die Dosen stechen hervor. Das passt alles minzig, frisch, würzig, spritzig, hat man schon jugendlich in die Berliner Luftfraktion rein. Das also das ganz normale Berliner Luft als Pfefferminzlikör mit Krombacher Bier gemischt. Dann habt ihr hier, wie ich schon gesagt habe, es gab ja auch Peppermint Peach mit Pfirsich Pfefferminzgeschmack, deswegen auch eine orange Dose Pfirsich Pfefferminz und hier drüben dann Peppermint Lime mit Limette Pfefferminzgeschmack, was dann eher also so eine grünliche Dose hat. Kann man das eigentlich hochhalten fürs Thumbnail, dass das noch besser aussieht? Verdeckt man mit der Hand wieder alles. Wir stellen das jetzt hier vor, wir werden jetzt Schluck für Schluck probieren. Ich werde jetzt erstmal aus der Dose frisch am Nipper nehmen und dann für die Farbe, ob das vielleicht farblich auch was darbietet, hier rein. Eigentlich müssten alle drei ja neutral sein von der Farbe mit Bier drin, vielleicht doch gelblich. Ich probiere jetzt erstmal Krombacher Berliner Luft Pfefferminz Biermix. Am Anfang denkst du, du trinkst Bier, okay, wie ein Radler, so ähnlich, und dann setzt du ab. Und dann hast du diese Pfefferminznote hinterher und du kannst gar nicht mehr an das Bier denken. Das Bier ist plötzlich Geschichte, weil du hast Pfefferminzgeschmack, Pfefferminzfeeling, aber irgendwie mit Kohlensäure vermischt.
und nicht so stark und kratzig, wie es manchmal ist, so richtig angreifend, bissig, sondern irgendwie milder Pfefferminzgeschmack, milder, frischer Pfefferminzgeschmack. 5% voll. Berliner Luft ist eine Marke der Schilkin GmbH KG Berlin. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Also wer Berliner Luft mag, wer gern Bier trinkt, wer gern überhaupt irgendwas macht, der wird das bestimmt feiern. Jetzt gerade im Sommer, es ist immer sehr heiß als kühles Getränk. Es gibt ja so oft schon, dass man einfach Cola trinkt. Manche trinken dann Whisky. Dann kaufen die sich Whisky-Cola in Dosen. Das ist das Szenegetränk zum Abkühlen, zum Chillen an der Werra. Aber Krombacher Berliner Luftbier ist was ganz anderes. Denn so erfrischend habt ihr das noch nicht erlebt. Jetzt muss ich nochmal einen Schluck probieren. Wenn du dich aufs Bier konzentrierst, dann hast du auch länger was von dem Bier. Und wenn wir es einschenken, seht ihr hier auch ganz normal, sieht aus wie Bier, nur ein klein bisschen heller, bisschen klarer vielleicht. Ist auch ein helles, ne? Trinken wir es mal aus dem Glas, wie es da schmeckt. Aus dem Glas okay, aber ich finde, sowas musst du einfach frisch gekühlt aus der Dose trinken. Warum schmeckt das jetzt so lieblich? Hier steht ja auch drauf, Biermischgetränk aus 94% Bier und 6% Getränkesirup mit Pfefferminzgeschmack. Ist da gar kein echter Pfefferminzlikör mit beigemengt in kleinem Anteil, sondern ist da wirklich einfach nur Pfefferminzsirup drin? Zum Bier, es ist gar kein Original, oder wie machen die das? Ich weiß es nicht. Es schmeckt auf jeden Fall wirklich, als würdest du Pfeffi trinken. Alkoholischen Pfeffi. Kommen wir mal zum Peppermint Lime, die zweite Dose. Ist das dieselbe Aufteilung? 94% Bier, 6% Getränkesirup. Da bin ich mal gespannt. Limette ist ja immer so ein bisschen säuerlich, so Zitrus. Ja, Limette, Zitrus ist ja fast verwandt. Zum Pfeffi dazu, braucht's das? Ist das nicht schon so? Reicht das nicht aus? Mit Pfirsich, denke ich, geht's nochmal fruchtiger ab, aber Limette zum Pfeffi, wir probieren. So, Farbe, es ist ein bisschen trüber, durch die Limette wohl getrübt, das andere sah klarer aus und irgendwie köstlicher. Das andere, muss ich auch sagen, hat mir besser geschmeckt. Bei dem weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich merke gefühlt gar nichts vom Pfeffi, ich merke keine Pfefferminznote. Es schmeckt wie, eigentlich wie ein Radler, es schmeckt wirklich wie ein Radler einfach nur. Du trinkst und hast diese Limettennote so sehr, was dann an Zitrone erinnert, weil Zitrone, Limette, die sind ja hier Bros, aber weiß ich nicht. Für mich ist das, ob ich jetzt mir ein gekühltes Zitronenradler reinschieß oder das Zähnegetränk, da ist kaum ein Unterschied da. Schade, das brauche ich nicht, denn da reicht auch was anderes. Probieren wir es aber nochmal aus dem Glas. Vielleicht ganz leicht im Abgang eine Minznote, aber es wird halt wirklich überdeckt von Limette. Also das ist bis jetzt das Schlechteste, aber wir haben ja noch Pfirsich, Peppermint, Pfeffi mit Pfirsich. Und da erwarte ich jetzt was, weil das Minzige und das Fruchtige, aber nicht dieses Saure von Limette, das fehlt ja. Also da, der Pfirsich überdeckt doch nichts, oder? Der Pfirsich... Der ergänzt sich doch gut dazu, hoffe ich. Oh Mann, ey. Wir müssen noch einen Schluck probieren. Hm.
mir ist so schlecht gerade. Ich habe so Bauchschmerzen auch gerade. Boah. Ich glaube, alle drei durcheinander trinken und immer von jedem was ist auf jeden Fall keine gute Idee. Da ist auch eigentlich wieder klar, aber das erste sah immer noch am besten aus, weil das erste war das Original halt. Und das Original ist einfach das Beste. Also bis jetzt sage ich, es schmeckt besser als Peppermint Lime. Es hat eine fruchtige Pfirsichnote. Du merkst trotzdem irgendwie im Abgang das Minzige durch, aber trotzdem denkst du, du trinkst so einen Sekt. Du denkst, du trinkst irgendwie einen sanften Engel mit Pfirsich-Sekt drin. Also, es ist komisch. Es schmeckt nicht wie ein Bier. Es schmeckt nicht wie ein Radler. Es schmeckt wie ein Fruchtwein-Cocktail, als wäre es halt einfach nur so ein Pfirsich-Sekt. Und das Lime schmeckt, als wäre es einfach nur ein Radler. Da ich Radler nicht so mag, finde ich natürlich den Pfirsich-Sekt besser als das Lime Radler, aber für einen richtig besonderen eigenen Geschmack, den ich sonst noch nie hatte, empfehle ich immer noch das Original. Berliner Luft, Pfefferminz, Biermix mit Pfeffi-Geschmack, mit Pfefferminz-Geschmack, Bier mit Pfefferminz, richtig genial. Das andere, da gibt es Vergleichbares, aber das ist auf jeden Fall, das Original ist das Beste. Wir trinken noch den Rest vom Glas noch aus. Ja gut, es schmeckt wie Pfirsichsekt mit einer Minznote im Abgang, aber präsent ist der Pfirsichsekt, präsent ist das Limettenradler, aber hier gibt es nichts, was präsent ist, außer Pfefferminz und deswegen ist das das Beste. Also da kann ich es empfehlen, den Rest probiert trotzdem mal alle drei, wenn ihr die seht. Ich habe die im Rewe auf einem Aufsteller gesehen, haben wir dann mitgenommen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Seid ihr Berliner Luftfreunde, seid ihr Pfeffi-Freunde? Guckt euch doch mal hier das Brandenburger Tor an. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.